noite demais e já arrefeça a mão. O filho fala, não está no bilhete, muito mais longa, mas para mim, respeito. Da Bolle stellt die Rennbahnzeige in Niederrad. Da habe ich ihr das ganze Areal, oder wie das heißt, gezeigt. Da bin ich mit dem Lisbeth an den Start gegangen. Da ist dann im Lisbeth auf einmal die Brille runtergefallen und hat sich gepickt. Da kam so ein Jockey und hat den Sattel auf der Puppe geknallt. Und als er statt dann im Parlane den Thorsten erzählt hat, das hat den Thorsten Hannes und was da passiert, dann ist das neue als Lisbeth ins dritte Bäumchen. Eigentlich sollten wir ja nur schöne Männer heiraten, gell? Ihr Mädchen. Sonst hat man nämlich keine Aussicht, sie wieder loszuwerden. Das sind die hochintellektuellen Witze vom Hannes. Ihr wisst ja, eine Ehe ist wie ein Restaurantbesuch. Man denkt immer, man hat das Beste gewählt, bis man sieht, was der Nachbar bekommt. Neulich beim Frühstück hat er das Bett gesagt, Hannes, wie viele Frauen hattest du vor mir? Schweigen von mir. Nach einer Stunde hat er das Bett gesagt, verzeih mir die dumme Frage, vergiss es. Bitte, mein lieber Hannes. Und er ist immer noch geschweigt. Nach anderthalb Stunden hat Lisbeth gesagt, Hannes, jetzt sei mir doch nicht böse, weil ich dich so was Böses, Blödes gefragt habe. Dann sagt Lisbeth, ich bin dir überhaupt nicht böse, ich bin nur noch am Zählen. Vorletzte Woche hatte ich einen ganz blöden Gerichtstermin. Und zwar bin ich angeklagt worden, weil ich eine Dose Pfirsiche im Kaufland gekauft habe. Ja, der Richter Marschall von Bieberschwein, Stein, Hannes hat er gesagt, wie viele Pfirsiche waren in der Dose? Da habe ich gesagt, Herr Marschall von Bieberschwein, Stein, habe ich gesagt, es waren 6 Stück drin. Da hat er zu mir gesagt, Hannes, dann kriegst du 6 Tage Arrest. Und dann habe ich mir angeguckt und habe ich gesagt, Herr Marschall, können Sie mir mal eins zuhören, einen Moment? Und ich sagte, ja, was ist denn noch? Das Lisbeth hat ein Dos Erbse geklaut. Letzte Woche bin ich vom Stammtisch heimgekommen, vom Palane, da kommt mir das Lisbeth im Flur nackig entgegen. Dann habe ich gesagt, Lisbeth, dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Da sagte ich, Hans, mein Loveboy, habe ich gesagt. Ich trage das Kleid der Liebe. Dann habe ich gesagt, Lisbeth, der ist aber wenigstens mal büchlich. Ihr Mädchen, wisst ihr da eigentlich, was das Wichtigste bei einer Autonummer ist? Dass die Sitze sauber bleiben. Naja, da habe ich mich ja wieder vertragen mit meinem Lisbeth und dann haben wir uns verspargeliebt. Ich habe ohne geliehen. Sie hat ohne geliehen. Und jetzt habe ich totale Faden verloren, jetzt spielt er morgen. Ich unterlege jetzt, man hat gedacht, die ist in der Naturreise, aber ist ja alles anders. Also der Mann liegt. Jetzt vergessen wir den nicht, der ist so eine Scheiße. Aber
Bayerischer sprechen euch, erzählen euch nächstes Jahr. Das Schmunzeln über einen flotten Gag ist meistens schnell vorbei und weg. Drum redet der Hannes mündlich, lacht heute alle gründlich. Genau. Ich glaube, er macht jetzt schon fast 30 Jahre. Aber heute haben Sie eine Premiere erlebt. Eine Uraufführung. Ihr habt im ganzen Leben noch nie einen Witz vergessen.